In dieser Aussprache hat für die CDU/CSU das Wort der Kollege Peter Stein. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen! Nachhaltigkeit ist ein wunderbares Gesetz der Schöpfung. Um etwa 1000 vor Christus entstand unter König David ein Großstaat. Das Land wurde ausgebaut, Städte befestigt. Und besonders in der Hauptstadt Jerusalem boomte das Bauen. Dazu brauchte man viel Holz, mehr als das eigene Land liefern konnte. Diese Bäume aus dem Libanon und Persien schafften Phönizier gegen gute Bezahlung heran. Es war also ein Jobmotor. In der Glanzzeit Israels unter König Salomo erreichte dieser Bauboom seinen Höhepunkt. Das ganze florierende Land brauchte Massen an Holz als Rohstoff. Diese Nutzung dauerte Jahrhunderte an. Sie plünderten die Bestände der Libanon-Zeder fast bis zur Ausrottung aus. Nachhaltig war das nicht. Daraus wurde gelernt. Jedes siebte Jahr begingen später die Juden als sogenanntes Sabbatjahr, in dem nicht gesät und geerntet werden durfte. Das galt sowohl für die Feldfrüchte als auch für die Früchte der Bäume. Damit erhielten die Böden eine Regenerationspause, die ein Auslaugen verhinderte, und Bäume konnten nachwachsen. Der Bibel verdanken wir auch den ersten schriftlichen Hinweis auf einen ersten zur Aufsicht dieser Handlungsweise bestellten Förster. In Nehemia Kapitel 2, Vers 8 steht: Asaf hieß der oberste Verwalter über die Wälder des persischen Königs. Sicher ist heute überliefert, dass der Begriff der Nachhaltigkeit aus dem Forstwesen stammt, und die Bibel belegt uns an dieser Stelle diese uralten Wurzeln der Menschheit. So, nun sind wir natürlich einige tausend Jahre später und wir sind nicht viel klüger. Wir wissen zwar mehr, wir haben andere Technologien, und das sollte uns eigentlich helfen, derartige Fehler nicht wieder zu begehen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, meine Damen und Herren, heute reden wir über die Nachhaltigkeitsstrategie der Bundesregierung. Das baut auf den 17 Nachhaltigkeitszielen, den sogenannten SDGs. Da steckt unglaublich viel Kraft drin. Und ich glaube, es ist an uns, diese Kraft auf die Straße zu bringen. Wir müssen diesen wissenschaftlichen Elfenbeinturm verlassen und wir müssen es den Menschen erklären, was wir mit Nachhaltigkeit meinen. Und wir müssen sie mitnehmen und sie begeistern dafür, dass das, was wir uns vorstellen und niedergeschrieben haben, auch funktioniert. Dazu braucht es vielleicht eine Definition. Wir haben die Definition der Brundtland-Kommission. Für mich muss ich ehrlich sagen, ich brauche keine fixe Definition von Nachhaltigkeit. Ich denke, diese Nachhaltigkeit ist ein Prozess und die Definition ergibt sich aus dem Handeln. Dazu gehört Teilhabe, dazu gehört Verständnis, dazu gehört, dass wir diese Nachhaltigkeitsstrategie der Bundesregierung, die sich ja auch auf dem Weg in eine enkelgerechte Gesellschaft bezeichnet, tatsächlich auch in die nächste Generation einbinden. Denn die nächste Generation ist es mit uns gemeinsam, die es eben in diese enkelgerechte Gesellschaft entwickeln muss. Wir geben uns zu Beginn dieser Strategie Managementregeln. Und da ist direkt in der ersten Regel aufgeschrieben, das, was ich gerade beschrieben habe: jede Generation muss ihre Aufgaben selber erfüllen und selber lösen. In der zweiten Regel heißt es bereits, wirtschaftliche Leistungsfähigkeit und Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen müssen Hand in Hand gehen. Weiter heißt es, wirtschaftliche, politische und gesellschaftliche Kräfte sind zusammenzuführen. Das ist auch das, was wir heute hier in der Debatte tun und was als Signal nach draußen gehen muss. Wir sind dazu bereit, nicht nur strategisch, sondern tatsächlich mit unserem Handeln gemeinsam in Richtung Nachhaltigkeit zu wirken. Nachhaltigkeit und Bildung, diese beiden Begriffe sind für mich eins, weil allein schon im Kern dieser beiden Begriffe steckt drin, es handelt sich um die Aufgaben, die wir in die nächste Generation hineingeben. Und dazu gehört es zuallererst, dass wir im Bildungsbereich den Begriff der Nachhaltigkeit vom Kindergarten an über die Schule, über die Hochschulen und lebenslanges Lernen niemals vergessen. Meine sehr geehrten Damen und Herren, 17 SDGs, die Nachhaltigkeitsziele sind vereinbart und das von allen Staaten. Und anders als offenbar die Führung in den USA, stehen wir zu diesen Vereinbarungen von New York und Paris. Wir haben die Klima- und Umweltkanzlerin. Wir stehen an der Seite der freien Welt
und nicht an der Seite der Dummheit. Wir wählen die Zukunft, nicht die Ignoranz. Mr. President, Mauern, die zwischen Menschen und der Erkenntnis stehen, können niemals schöne Mauern sein. Ich sage, Mr. Trump, tear down this wall of ignorance. Herzlichen Dank. Damit